Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen Tag nach Bekanntwerden der HIV-infizierten Blutkonserven wird das Ausmaß des Skandals immer deutlicher. Möglicherweise haben sich bis zu 2000 Bluter auf diese Weise infiziert. Bundesgesundheitsminister Seehofer gerät unterdessen zunehmend in das Kreuzfeuer der Kritik. Er soll schon früher über die AIDS-verseuchten Blutprodukte informiert gewesen sein. Bundesminister Seehofer ist also ganz gezielt von mir im November 1992 auf gewisse Misslichkeiten in diesem Bereich aufmerksam gemacht worden in Form einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Ich habe auch Namen genannt, Verantwortliche im Bundesgesundheitsamt, die dieses Fehlverhalten zu verantworten haben. Und er hat mir immer wieder geantwortet, seine Beamten hätten kein Fehlverhalten gezeigt. Absurd, so lautet später die Antwort des Ministers, der sich ansonsten den ganzen Tag hinter den Türen seiner Arbeitsstätte verschanzte. Wie viel infizierte Blutkonserven sind noch im Umlauf? Diese bange Frage geht nun vor allem unter den Blutern um. Für sie ist klar, die ganze bisherige Prävention muss auf den Prüfstand. Man muss das Ganze so weit zurückverfolgen bis zu Beginn der 80er Jahre, dass es damals schon Möglichkeiten gab, diese Präparate doch sicherer zu machen. Nur eine unter vielen Fragen, über die der Gesundheitsausschuss auf seiner morgigen Sondersitzung gründlich nachzudenken hat. Mit einem Tag der Trauer hat Russland heute der Toten des Moskauer Aufstandes gedacht. Im ganzen Land strömten die Gläubigen zu Gottesdiensten zusammen. Präsident Jelzin erklärte, eine ähnliche Tragödie dürfe nicht noch einmal geschehen. Ungeachtet dessen erklärte der Kremlchef nun auch das Verfassungsgericht per Dekret für aufgelöst. Die russische Fahne über dem Kreml steht auf Halbmast. Das Land ist in Trauer. Gottesdienste für die mehr als 140 Todesopfer der letzten Tage in vielen Kirchen des Landes. Boris Jelzin spricht den Familien der Hinterbliebenen sein Beileid aus, auch denen, die auf Seiten der Aufständischen kämpften. Gerade 80 der Toten sind bis heute identifiziert. Manches Opfer, so glaubt man, wird für immer unbekannt bleiben. Unterdessen Demontage der kommunistischen Symbole. Zum ersten Mal seit 69 Jahren kein morgendlicher Wachwechsel vor dem einbalsamierten Leichnam Lenins. Die demokratischen Parteien wollen, dass der Revolutionär endlich begraben wird. Das heute geschlossene Mausoleum, sagen sie, muss weg. Für die meisten Russen lebt der Geist des Kommunismus, der Geist der Gewalt, weiter, solange ihr Anführer nicht beerdigt ist. Das Ende des Personenkultes um Großvater Lenin, wie ihn Generationen von russischen Schulkindern nennen mussten, ist heute kein Tabu mehr. Bonn wird die Bundeswehrsoldaten in Somalia nicht vorzeitig abziehen. Das erklärte Bundesverteidigungsminister Rühe heute zum Abschluss der 34. Kommandeurstagung in Mainz. Die größte UNO-Operation müsse zu einem guten Ende geführt werden. Die USA wollen nach letzten Meldungen rund 5.300 weitere Soldaten nach Somalia entsenden. Die Mission soll bis Ende März nächsten Jahres abgeschlossen sein. Die übliche Konjunkturbelebung im Herbst hat sich dieses Jahr kaum auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. Im Westen wurden im September 2,29 Millionen Arbeitslose gezählt. Das entspricht einer Quote von 7,5%. Im Osten waren fast 1,17 Millionen Menschen ohne Arbeit. Das sind 15,2%. Insgesamt waren damit rund 3,5 Millionen arbeitslos. 550.000 mehr als vor einem Jahr. Die Parlamentswahlen von Pakistan sind entschieden. Benazir Bhutto gilt als Wahlsiegerin, die absolute Mehrheit konnte ihre Volkspartei aber nicht erringen. Trotzdem will die Oppositionsführerin mit Unabhängigen und Minderheitspolitikern eine Koalition bilden und die Regierung übernehmen. Als erste farbige Schriftstellerin ist Toni Morrison mit dem diesjährigen Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet worden. Die 62-jährige US-Amerikanerin setzt sich in ihrem Werk hauptsächlich mit den Lebensumständen der schwarzen Bevölkerung in Amerika auseinander. Das Nobelpreiskomitee würdigte die Bemühungen der Autorin, über den Weg der Literatur Rassenschranken zu überwinden. Und hier noch der Blick auf das Wetter. Im Westen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, im Osten zunächst heiter, am Nachmittag auch hier regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 20 Grad. Soweit, meine Damen und Herren, die Kurznachrichten von ProSieben. Ausführliche Meldungen vom Tage gibt es wieder gegen 0.45 Uhr. Ihnen allen weiterhin gute Unterhaltung mit unserem Programm.
Pro 7 präsentiert Spielfilme der Extraklasse. Jeden Donnerstagabend. Sie werden Augen machen. Wir sorgen dafür, dass sich unsere Stars bei Ihnen wie zu Hause fühlen. Gäste, die Sie nicht vergessen werden. Jeden Donnerstag, 21.20 Uhr, Kino Total auf Pro7. Liebe Zuschauer, sind Sie schon gespannt, wie es im Duell zwischen dem mysteriösen Mundharmonikaspieler Charles Bronson und dem skrupellosen Revolverhelden Henry Fonda weitergeht? Bevor wir jetzt unseren Western-Kultfilm »Spiel mir das Lied vom Tod« fortsetzen, hier noch eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils. Farmer McBain will an der geplanten Pazifikstrecke eine Bahnstation errichten. Damit kommt er jedoch dem Eisenbahnunternehmer Morton in die Quere. Im Auftrag Mortons erschießt der Revolvermann Frank McBain und dessen drei Kinder kaltblütig. Jill, McBains Ehefrau, sieht sich plötzlich als Witwe. Zunächst wird der Bandit Cheyenne der Tat verdächtigt. Auch der geheimnisvolle Mundharmonikaspieler, der in der Gegend auftaucht, glaubt an dessen Schuld. Erst nachdem Cheyenne ihm zu Hilfe eilt, kommt er auf die Spur des wahren Täters. An der Seite Jills stellt er sich gegen Morton. Doch sein wahrer Gegner ist Frank.